Also, ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Ich habe den letzten Barabend mit der Böll-Stiftung 2013 in einer Bar in der Münchner Straße zum Thema Nur geträumt, Sex und Befreiung noch in sehr angenehmer Erinnerung. Weil sich Fragen der Identität heute oft um Geschlecht und sexuelle Orientierung drehen, werde ich hauptsächlich über Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung sprechen und nur ein paar Bemerkungen zu Identität allgemein und zu Identitätspolitik machen. Darüber werden wir dann diskutieren. Da das Publikum bei der Böll-Stiftung immer sehr gemischt ist, habe ich mich bemüht, kein Fachchinesisch zu sprechen. Wenn trotzdem etwas unverständlich ist, unterbrechen Sie mich durchaus. Ich finde den Faden dann auch wieder. Zunächst möchte ich mit drei kleinen Geschichten die Gemengelage skizzieren. In einem Workshop berichtet eine Teilnehmerin, ihre 4-jährige Tochter kremple ihren Badeanzug immer so runter, dass er wie eine Badehose aussieht. Auf die Aufforderung ihres Vaters, sie solle den Badeanzug richtig anziehen, sie sei doch ein Mädchen, habe sie geantwortet, aber Papa, ich habe mich doch noch nicht entschieden. Das ist, was man in der Fachsprache kindliche bisexuelle Omnipotenz nennt, wo alle Möglichkeiten offen sind, wo kleine Jungs denken können, dass sie auf dem Klo ein Kind gebären und kleine Mädchen denken können, sie hätten einen Penis im Bauch versteckt. Zweite Geschichte. Ich habe in einem Workshop mal gefragt, was macht eine Frau für einen Mann sexuell attraktiv, was macht einen Mann für eine Frau sexuell attraktiv und ließ das Thema getrennt in Frauen- und Männergruppen diskutieren. Das Ergebnis war sowohl für mich als auch für die fortschrittlich aufgeklärten Teilnehmerinnen überraschend. Nach den üblichen Eigenschaften wie klug, attraktiv, sensibel, selbstbewusst und so weiter, die von Männern und Frauen genannt wurden, meinten die Frauen, der Mann müsse ein ganz kleines bisschen, aber nur so viel, überlegen sein. Und die Männer, die Frau müsse ein ganz kleines bisschen, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen, noch kleinere Handbewegung, unterlegen sein. Frauen und Männer waren sich darin einig, dass dies mit Gleichberechtigung im Alltag nichts zu tun habe. Und das waren keineswegs nur ältere Leute. Dritte Geschichte. Sebastian, früher Marie, ein Transmann, der sich ohne einen Penoidaufbau als schwuler Mann versteht, aber, wie er sagt, die Marie in mir auch mag, findet relativ leicht schwule Sexualpartner, die vorher nie sexuelle Kontakte zu Frauen hatten. In manchen dieser jeweils von beiden als schwul definierten sexuellen Beziehungen kommt es auch zu vaginalem Koitus. Da schwirrt selbst mir manchmal der Kopf. Umgekehrt erlebe ich, anders als noch vor 20 Jahren, heute Partner von Transfrauen, also von Mann zu Frau Transsexuellen, die sich als bi verstehen, also bei der Offenbarung der Transsexualität durch ihre Partnerin, die sie als Frau kennengelernt haben, keine homophobe Panik bekommen haben und dies selbst auf dem Dorf. Diese Schlaglichter illustrieren, wie sehr der Diskurs über die Geschlechterdifferenz in Bewegung geraten ist und dass diese Bewegung dennoch zugleich an Grenzen stößt. Die binäre, diskursive Ordnung der Geschlechter ist in Auflösung begriffen und existiert gleichzeitig fort, selbst in ihren Zerfallserscheinungen. Auch den extremsten Inszenierungen, Maskeraden, Parodien der Geschlechter haftet noch das an, wovon sie sich abstemmen. Die zeitgenössischen Erscheinungsformen des Sexuellen und der Geschlechterverhältnisse konfrontieren uns ständig mit dem, was der Philosoph Ernst Bloch mal die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem genannt hat. Das manifestiert sich zum Beispiel darin, und jetzt kommen einige dieser Phänomene, worin sich diese Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeit zeigt. Derzeit können wir einerseits eine Gender Equalization, also eine Geschlechterangleichung, und andererseits eine zum Teil sexualisierte Betonung des Geschlechts beobachten. Rosa-Blau ist wieder schwer in Mode. Spielzeug kann man nicht mehr kaufen für Kinder ab 5 bis 6 Jahren, sondern nur noch für Mädchen oder Jungen ab x Jahren. Selbst Ostereier haben entweder oft ein rosa-blaues oder blaues Schleifchen und es gibt heute jede Menge Barbie-ähnliche Osterhäsinnen. Gender-Marketing wird zunehmend auch für Kinder sehr erfolgreich. Strampleranzüge heißen dann Genie oder Sportsfreund bzw. Diva oder Prinzessin. Beim Abiball sind die Teilnehmerinnen hochkonventionell und teuer als Frauen und Männer zurechtgemacht. Das sei nur ein Spiel für einen Abend, sagen manche Teilnehmer. Hochzeiten werden heute vielfach sehr klassisch inszeniert. Weiteres Phänomen. Wir haben in Deutschland mittlerweile die Ehe für alle
und eine zunehmende Enddiskriminierung der Homosexualität. Gleichzeitig findet weiterhin Gewalt gegen Homosexuelle statt und schwul bleibt auch ein Schimpfwort. Der Fußball spielende Mann mit Pferdeschwanz akzentuiert seine Männlichkeit durch diesen Pferdeschwanz. Es hat so gar nichts Weibliches. Der sogenannte metrosexuelle Mann, für den prototypisch David Beckham stehen kann und den Harald Schmidt, falls Sie sich noch daran erinnern, an den erinnern können, als einen Mann, der sich wäscht, bezeichnet hat, ist ein heterosexueller Mann, der seinen ganzen Körper in einer Weise ästhetisch-sexuell besetzt und zeigt, die man früher für schwul gehalten hätte. Er akzentuiert damit sein heterosexuelles Begehren und seine Männlichkeit. Vor 20 Jahren hätte man einen sehr gepflegten Mann mit einem helllila Hemd für schwul oder für einen Italiener gehalten. Auch der Ohrring links verrät heute nicht mehr die sexuelle Orientierung. Der Homosexuelle verschwindet, beziehungsweise die Abgrenzung des heterosexuellen Mannes von dem Homosexuellen ist gleichzeitig noch vorhanden und bricht auf. Weiteres Phänomen. Es findet eine Demokratisierung der Geschlechterverhältnisse im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit statt. Und gleichzeitig bestehen alte patriarchale Machtstrukturen fort. Das heißt, trotz vieler in den westlichen Industrienationen erkämpfter Fortschritte besteht die gesellschaftliche Ungleichbehandlung von Männern und Frauen fort und die soziale Disparität der Geschlechter ist keineswegs abgetragen, auch wenn diese heute kaum mehr mit geschlechtsspezifischen Wesensbeschreibungen legitimiert werden. Man denkt nur an die Quote in Chefetagen oder an die Niedriglöhne für Frauen, übrigens in allen Schichten. Aber der Prozess der Gleichberechtigung schreitet unaufhaltsam voran. Sie ist vorstellbar geworden. Wir haben nach wie vor Geschlechterkampf und zugleich auch schon Geschlechterspiel zwischen zwei gleichberechtigten aktiven Spielerinnen. Darin zeigt sich eine komplexe Antwort auf die Erosion des sozialen Geschlechtsunterschiedes. Das heißt, das soziale Geschlecht löst sich etwas auf und beginnt zu verschwinden. Weiteres Phänomen, immer die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen. In unserer Diskursmoral, in unserem Selbstverständnis sind wir mehrheitlich für Gleichberechtigung, für egalitäre Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Im Alltag von Paarbeziehungen, vor allem mit Kindern, sieht es oft noch ganz anders aus, auch wenn viele das sich nicht eingestehen bzw. es gar nicht bemerken. Weiteres Phänomen. Die kollektiven Phantasmen, also die gesellschaftlichen Stereotypien über die Geschlechterdifferenz haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert, was dazu geführt hat, dass die ehedem recht starren Merkmale der Geschlechtszugehörigkeit flexibilisiert worden sind, beziehungsweise innerhalb der beiden Geschlechter eine größere Vielfalt von Geschlechtsidentitätsversionen, also von Männlichkeiten und Weiblichkeiten, gesellschaftlich zugelassen sind, zum Beispiel, dass Jungen sich schminken oder weinen dürfen, jedenfalls in manchen Sektoren der Gesellschaft. Die Mainstream-Pornografie kann man vor diesem Hintergrund als eine Art Reha-Einrichtung, als Naturschutzpark für überholte Männerfantasien bzw. Männlichkeitskonstrukte verstehen. Als eindeutige Überlegenheit von Männern gegenüber Frauen bleibt ja sonst nur der Sport übrig. Wie bitte? Was? Einparken. Na, Sie sehen, es ist nicht ganz so überzeugend wie Fußball mit dem Parken, weil es gibt auch ein paar Frauen, die es gut können. Auch die Toleranz gegenüber äußerlichen, uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen ist größer geworden. Allerdings nicht gleichermaßen für beide Geschlechter. Im Internat der Ursulinen durften wir Mitte der 60er Jahre keine Hosen tragen. Im Deutschen Bundestag drohte noch 1970 der Bundestagspräsident damit, dass er eine weibliche Abgeordnete, die in Hosen sprechen wolle, des Saales verweisen werde. Heute spreche ich hier in Hosen, ohne dass Sie an meinem Geschlecht zweifeln. Hätte vorher dagegen Benjamin Pfeiffer in einem schicken Kleid gesprochen, wären Sie doch zumindest irritiert oder er hätte sich outen müssen. Männlichkeit ist eben nach wie vor rigider konstruiert als Weiblichkeit. Noch so ein Phänomen. Gleichzeitig mit diesen Flexibilisierungen sind die alten Phantasmen der früheren radikalen Geschlechterdichotomisierung auch noch wirksam. Das lässt sich zum Beispiel daran ablesen, wie in der deutschen Diskussion über die bedrohte Rentensicherheit
der Geburtenrückgang einseitig den Frauen angelastet wird. Vergleichbares trifft häufig auch noch auf die Zuständigkeit für die Erziehung von Kindern zu. Der Hausmann ist auch in fortschrittlichen Kreisen immer noch verdächtigt. So führte zum Beispiel die Elternzeit eines Psychiatrieprofessors schnell in der Klinik zu dem Verdacht, dass ihm in seiner Forschung nichts mehr einfalle. Weil Fürsorglichkeit vielen nach wie vor als genuin weiblich gilt und einen Fulltime-Job haben als männlich. Auch die gegenseitigen Projektionen zwischen Männern und Frauen, was Frauen denken wie Männer sein und umgekehrt, sind nach wie vor häufig von dichotomen Vorstellungen geprägt. Zudem erzeugt die Auflösung von Geschlechtsrollenklischees trotz allen Fortschritts, den sie bedeutet, auch Angst und Unsicherheit. Was macht heute einen echten, einen richtigen Mann aus? Der Macho ist ein Auslaufmodell, der Softie-Warmduscher Frauenversteher eine Sackgasse. Was kommt dann? Vielleicht die neuen Väter. Ich finde in manchem schon. Die echte Frau ist heute sexy, topfit, konkurrent und leistungsstark im Beruf, möglichst noch Mutter dazu. Wie geht das ohne Essstörung oder Selbstverletzung? Und immer noch mal Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen. Auf der einen Seite haben wir den poststrukturalistischen Diskurs, für den von der körperlosen Geschlechterdifferenz nur Sprache, Diskurs, symbolische Konstruktion und Doing Gender, also Darstellung, Inszenierung, Performance des Geschlechts übrig geblieben sind. Das sind zwar sehr wichtige Aspekte, aber sie erklären nicht alles in Bezug auf den Geschlechtsunterschied. Wir haben auch einen Körper. Gleichzeitig erleben wir seit einigen Jahren eine machtvolle Rebiologisierung des Subjektkonzepts und damit einhergehend der Geschlechterdifferenz und des Begehrens. Nun sind es nicht mehr die Keimdrüsen, die kausal verantwortlich für den Willen der Subjekte und ihre geschlechtliche Programmierung sein sollen, sondern Gene, die die gesamte Evolution gespeichert in sich tragen und neuerdings vor allem das abbildbare Gehirn. Von Gewalttätigkeit bis Untreue lässt sich somit alles mit der Evolution und mit dem sogenannten strukturellen Geschlechtsdimorphismus des Gehirns, also unterschiedliche Aktivierung und Vorhandensein im Gehirn bei Männern und Frauen, erklären. Jenseits der Wissenschaft feiern, wie ja schon im Flyer erwähnt wurde, Bücher mit Titeln »Warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können« enorme Erfolge. Sie kommen einem Bedürfnis nach früherer Eindeutigkeit entgegen, obwohl es auch früher schon nicht so eindeutig war. Wenn Sie sich mal Bilder aus der Weimarer Republik anschauen, was es da für androgyne Wesen und Kritik schon an den Geschlechterrollen gab, da wundert sich mancher, der denkt, das sei alles eine Erfindung der letzten Jahre. Identität ist ein recht spät auftauchender Begriff, der im Zusammenhang mit Verunsicherungen der Identität entstand. Auch der Begriff der Geschlechtsidentität kam erst auf, als Frau und Mann nicht mehr klare Selbstverständlichkeiten waren. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts setzte die Radikalisierung der hierarchischen Geschlechterdichotomisierung Mann oder Frau mit bestimmten Eigenschaften ein. Der bürgerliche Hausvater des 18. Jahrhunderts, denken Sie an Spitzweg und solche Szenen, war aus der Sicht des späteren 19. Jahrhunderts ein Mann, den man auf Neudeutsch als Schlaffi bezeichnen könnte. Die weitere Entwicklung dieser radikalen Dichotomisierung ging schließlich bis zu der Gleichsetzung, dass ein Mann nur als Soldat ein Mann und eine Frau nur als Mutter wirklich eine Frau ist. Diese Radikalisierung im 19. Jahrhundert war allerdings bereits eine Reaktion im Sinne des Geschlechterkampfes auf das beginnende Vordringen der Frauen in die öffentlichen, bis dahin männlichen Räume, also auf den Beginn der sozialen Erosion des Geschlechts, das deshalb dann eben ab dem Ende des 19. Jahrhunderts vor allem körperlich und sexuell definiert wurde. Gleichzeitig radikalisierte sich auch der Umgang mit der Abweichung vom normalen, wahren Geschlecht. Der Hermaphrodit, also was wir heute intersexuell nennen, der vorher sein Geschlecht als Erwachsener selber bestimmen konnte, wurde nun herabgestuft zum Pseudo-Hermaphrodit und durfte nur mehr ein einziges wahres Geschlecht haben, was dann später zu diesen schrecklichen Operationen führte. Zeitgleich und eng mit der Radikalisierung des Geschlechtsunterschiedes zusammenhängend, fand die Konstitution des Homosexuellen als sexuelle und personale Identität statt. Es gibt den berühmten Satz von Foucault, der Sodomit war ein Gestrauchelter, der Homosexuelle ist eine Spezies. Gemeint ist damit, dass es natürlich homosexuelles Verhalten gab, aber diese ganze Konstruktion, der Homosexuelle ist so und hat diese Eigenschaften, das kam erst dann.
Heterosexualität bzw. heterosexueller Geschlechtsverkehr wurde so zum Fundament, zum Herzstück moderner Männlichkeit, die den männlichen Homosexuellen ständig gleichzeitig beschwören und zurückweisen musste. Man bezeichnete die Homosexuelle als psychosoziales Zwittertum, was auf den engen Zusammenhang zwischen den Diskursen über Geschlecht und über sexuelle Identität bzw. sexuelle Orientierung verweist. Die Homosexuellen, vor allem die Männlichen, galten primär als Geschlechtsabweicher, als unmännlich und erst sekundär als Sexualabweicher. Das kann man heute noch in vielen islamischen Ländern beobachten, wo nur derjenige Mann als homosexuell gilt, der beim analen Koitus den passiven, das heißt weiblichen Teil innehat. Auf diesem Hintergrund lässt sich verstehen, dass Karl Heinrich Ulrichs, ein berühmter Vorkämpfer homosexueller Emanzipation, er hat einen Satz geprägt, damals für Homosexuelle: eine weibliche Seele gefangen im männlichen Körper. Heute ist das die klassische Selbstdefinition von Transsexuellen. Wenn homosexuelle Männer und Frauen aus dem Iran, die ich im Rahmen ihres Asylverfahrens begutachte, ihre homosexuelle Entwicklung schildern, klingt dies manchmal fast identisch wie das, was deutsche Patientinnen mit transsexuellem Wunsch als Beleg dafür erzählen, dass sie schon immer transsexuell waren. Wenn ich also frage, wie haben Sie gemerkt, dass Sie homosexuell waren, dann sagen die nicht, ich habe mich schon in der Grundschule verliebt in Lehrer, sondern sie sagen, ich war nie ein typischer Junge oder ich war nie ein typisches Mädchen. Ich habe lieber gebacken als Junge oder ich habe lieber mit Waffen gespielt. Eine seit 20 Jahren in Deutschland lebende 40-jährige Kurdin hat sich 20 Jahre lang als Lesbe verstanden und kommt jetzt mit transsexuellem Wunsch zu mir. Sie erklärt mir, sie habe immer geglaubt, lesbisch sei der Begriff dafür, dass man ein Mann sein wolle. Also sehen wir da wieder die Verbindung. Schimpfworte in diesen Ländern unterscheiden auch wenig zwischen der Abweichung der sexuellen Orientierung und der in Bezug auf die Geschlechtsidentität. Je rigider die Tabuisierung der Homosexualität, insbesondere der männlichen, in einer Gesellschaft ist und je radikal dichotomer und hierarchischer der Geschlechtsunterschied definiert wird, desto stärker ist diese Gleichsetzung. Das kann man auch in den Entwicklungen der Schulen-Subkultur in Deutschland sehen. In den Zeiten der starken Repression der Homosexualität gab es verbreitet die Tunte, das heißt eine Karikatur der Weiblichkeit. Heute, in Zeiten zunehmender Liberalisierung und Akzeptanz, sieht man vermehrt Military, also Karikaturen der Männlichkeit. Heute wird zu diesen Themen zunehmend im Plural, im Sinne von mehr als zwei gesprochen. Identitäten, Sexualitäten, Homosexualitäten, Heterosexualitäten, Bindestrichidentitäten und so weiter. Die zunehmende Verwendung des Plurals zeigt an, dass die Verhältnisse unklarer, komplizierter geworden sind. Identität im Singular fraglich geworden ist. Manche postulieren viele kleine, situativ gültige Identitäten. Zugleich werden ständig neue, feste Identitäten kreiert, wie asexuell, polyamorös, agender und so weiter. Ich habe mich vor ein paar Monaten auf einer auch von der Böll-Stiftung geleiteten Veranstaltung unbeliebt gemacht, weil ich gesagt habe, dass ich asexuell nicht für eine sexuelle Orientierung halte. Da waren mir einige sehr böse. Ich kann nur sagen, die Menschen, die ich gesprochen habe, die sich für asexuell erklären, die waren nicht asexuell, sondern sie wollten keine Sexualität zu zweit. Außerdem, selbst wenn sie gar keine Sexualität wollen, ist immer noch die Frage, ob das eine Orientierung ist. Aber das nur als Beispiel für die Kreierung neuer fester Identitäten. Sie wissen, dass man bei Facebook zeitweise zwischen 60 Geschlechtsidentitäten, sexuellen Identitäten wählen konnte. Identität ist heute fraglich und wird zugleich hektisch gesucht. Die heteronormative Ordnung, Sie wissen natürlich alle, was das ist, für die wenigen, die es nicht wissen, sage ich es nochmal, das ist die symbolische Ordnung, die einerseits die Homosexuellen aus der symbolischen Ordnung ausschließt und andererseits das Frau-Mann-Sein hierarchisch definiert. Diese heteronormative Ordnung hat sich bis in alle Ritzen der Gesellschaft durchgesetzt, sodass jede Selbstdefinition als Frau oder als Mann und jede Selbstdefinition des eigenen Begehrens zutiefst davon durchdrungen ist. Die Kritik an der sogenannten Zwangsheterosexualität, wie Butler das nennt, vermag manche dieser Verbindungen aufzubrechen. An Zeitdiagnosen, die die Auflösung der Verlötung zwischen Geschlecht und Begehren
die Entmachtung des Geschlechts als Organisator des Begehrens bereits für gegeben erklären, sind jedoch Zweifel angebracht. Auch die Menschen, die sagen, mir ist Geschlecht nicht wichtig, begehren doch den anderen als Mann oder Frau in der Regel. Denn in das Begehren erwachsener Subjekte, gleich viel ob homo, hetero oder bisexuell oder sonst wie sexuell, ist das Geschlecht des Begehrens gleichsam eingebrannt. Viele alte Gewissheiten in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, Sexualität sind ins Wanken geraten und sie existieren zugleich fort. Sexual- und Geschlechterforscherinnen beobachten einen kulturellen Wandel der sexuellen Verhältnisse und der Geschlechterverhältnisse, sind sich aber uneinig in der genauen Diagnose und in der Bewertung dieses Wandels. Der Sexualforscher Reiche diagnostiziert eine Homosexualisierung der Gesellschaft. Damit meint er, dass auch nicht wenige Heterosexuelle inzwischen von Stabilität auf Mobilität umgeschaltet haben, von Monogamie auf sequentielle Monogamie, also nacheinander treu sein, auf Kinderlosigkeit bzw. asexuelle Fortpflanzung. Umgekehrt kann man auch von einer Heterosexualisierung der Homosexualität sprechen, wie man an der Homo-Ehe, an schwul- und lesbischen Familien sowie an der Zunahme sexueller Funktionsstörungen in Folge der Zunahme fester Bindungen bei homosexuellen Männern ablesen kann. Last but not least hat eine Bisexualisierung aller stattgefunden, vor allem der hetero- und homosexuellen Männern. Die Frauen waren immer schon in höherem Maße bisexuell, im Sinne sowohl einer sequentiellen Bisexualität, das meint, dass Frauen es leichter hatten, auch bislang schon in ihrem Leben sowohl Beziehungen zu Männern als zu Frauen zu haben, ohne dramatische Coming-outs. Bislang konnten sie Geschlechtsambiguitäten besser ertragen als Männer. Früher habe ich sogenannte Bisexualität bei Männern grundsätzlich für abgewehrte, konflikthafte Homosexualität gehalten. Und das bestätigte sich meistens auch. Seit einigen Jahren kann ich das nicht mehr so eindeutig behaupten. Gerade junge Patienten sind häufiger in Bezug auf die sexuelle Orientierung nicht so festgelegt oder später festgelegt. Selbst die pubertären, bewussten Masturbationsfantasien, früher der entscheidende Hinweis auf die sexuelle Orientierung, sind oft nicht mehr so eindeutig, gehen in beide Richtungen, sind diffuser oder richten sich auf sich selbst. Manche sagen auch, das Geschlecht ist nicht so entscheidend für die sexuelle Anziehung, sondern mehr, ob wir sexuelle Fantasien teilen. Manche Bisexuelle fühlen sich nicht nacheinander oder parallel von hetero- oder homosexuellen Männern und Frauen angezogen, sondern von solchen Männern und Frauen, die wie sie selbst, die Geschlechter, bisexuell erotisieren. In gewisser Hinsicht ist Homosexualität jetzt schon Mainstream geworden und die Bisexualität ist für manche zur Utopie, zur Hoffnungsträgerin einer besseren Welt geworden. In einer französischen Arte-Dokumentation über die bisexuelle Revolution konnte man hören. Ein Jugendlicher sagte, ich habe Bi noch nicht geschafft, aber so will ich nicht sterben. Vielleicht hilft mir ja jemand. Eine 16-Jährige war davon überzeugt, dass 90% Bi, 9% schwul und 1% hetero und verklemmt seien. Ist das nun eine Revolution, die neueste Identitätsavantgarde mit den entsprechenden Übertreibungen oder schlicht und einfach eine Omnipotenzfantasie? Ich neige zu der Auffassung, dass die bisexuelle Omnipotenz, und zwar im Sinne von bisexuell und bigender, alles haben, alles können, alles kriegen, für Erwachsene zunehmend attraktiv wird. Oder wird nur der Zugang zu weiblichen und männlichen Anteilen in einem selbst, was man als stumme bisexuelle Potenz bezeichnen kann, größer? Diese stumme bisexuelle Potenz erkennt allerdings den Geschlechtsunterschied ohne Wesenszuschreibungen an, ohne das Weibliche im Mann oder das Männliche in der Frau, beziehungsweise was man dafür hält, zu entwerten. Außerdem ist bisexuelle Omnipotenz bei Erwachsenen, die auch einen erwachsenen sexuellen Körper haben, schon etwas anderes als bei Kindern. Ich möchte noch einige wenige weitere wichtige Veränderungen erwähnen. Heute findet nicht genitales, lustvolles Geschehen vermehrt kreativen Eingang in das psychosexuelle Erleben in Beziehungen oder in sexuellen Verhältnissen. Das früher postulierte Primat der Genitalität ist dem Primat der sexuellen Lust gewichen. Weitere Veränderungen. Heute gibt es aktive und passive Sexualisierung von Männern und Frauen. Das können Sie gut in der Werbung sehen. Früher war alle Werbung so, dass man einen männlichen Blick auf einen weiblichen Körper sah. Ob es um Autos oder Bananen ging, war ganz egal, es war immer der männliche Blick. Heute gibt es schon eine ganze Menge Reklame,
wo sie sozusagen einen weiblichen Blick auf den männlichen Körper sehen. Daran kann man sehen, dass es eben jetzt aktive und passive Sexualisierung bei beiden gibt. Weitere Veränderungen, sexuelle Praktiken und sexuelle Orientierung kann man nicht zuordnen, was früher leicht geschah. Sagen wir mal, Analverkehr ist schwul, SM ist auch schwul. Diese ganzen Zuordnungen sind nicht mehr so einfach. Noch eine Veränderung, die Spaltung zwischen Liebe und Begehren, das schon Freud festgestellt hat, wo sie lieben, begehren sie nicht und wo sie begehren, können sie nicht lieben, also die alte Spaltung zwischen Mutter und Hure, gab es immer schon bei Männern und Frauen, aber sie ist heute geschlechtergerechter verteilt als früher. Das heißt, so einen Satz, wie ich ihn früher nur von Männern gehört habe, was muss ich mir eine Kuh kaufen, wenn ich ab und zu ein bisschen Milch brauche, den kann man heute auch von Frauen hören. Das Verhältnis von Autonomie und Bindung und die entsprechenden Ängste vor Autonomieverlust und vor Verlust der Person oder der Beziehung sind zunehmend weniger an das Geschlecht gebunden. Natürlich ist Autonomie nicht männlich und Bindung nicht weiblich. Aber infolge der Geschlechterverhältnisse haben doch lange in der Regel bei Männern die Ängste vor Autonomieverlust und bei Frauen die Ängste vor Verlust der Beziehung der Person überwogen. So viel zu diesen ganzen Ungleichzeitigkeiten, Veränderungen. Für das Verständnis der Geschlechterdifferenz bzw. der Geschlechtsidentität gehe ich von drei Grundannahmen aus, die man immer zusammendenken muss. Erstens, Geschlecht ist nie ausschließlich, aber immer auch symbolisch konstruiert. In diese symbolische Konstruktion gehen stets auch die gesellschaftlich hergestellten, vorherrschenden Stereotypien von Weiblichkeit und Männlichkeit ein. Zweitens, es spielt eine Rolle, ob sich unser Begehren und unsere Fantasien in einem weiblichen oder in einem männlichen Körper entwickeln. Dieser Unterschied ist nicht klein, wie Alice Schwarzer meinte, sondern vielfältig. Natürlich spielt es eine Rolle, dass man den Penis sehen kann und dass man den weiblichen Innenraum ertasten bzw. erahnen muss. Fantasien können sich für das Erreichen der Lust von der anatomischen Form befreien, aber Körperform und Körperbau, ebenso wie Gestalt der Geschlechtsorgane, induzieren, lösen auch Fantasien aus. Und drittens, Geschlechtsidentität ist sowohl das Ergebnis komplexen Zusammenwirkens körperlicher, seelischer und sozialer Faktoren, als auch das Ergebnis gewaltiger psychischer Abwehr- und Integrationsleistungen. Geschlechtsidentität ist ebenso wenig natürlich gegeben, wie ausschließlich das Produkt einer freien Wahl. Die Zusammenhänge zwischen Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung sind nach wie vor nur in Ansätzen verstanden und werden kontrovers diskutiert. Das beginnt schon mit der Frage, ob Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung sich nacheinander oder parallel entwickeln. Viele gingen lange davon aus, erst kommt die klare Geschlechtsidentität und dann kommt die sexuelle Orientierung. Ich gehe davon aus, dass sich Geschlecht und Begehren von Anfang an wechselseitig gegenseitig strukturieren. Und dass beide von Anfang an in Beziehungen erworben werden. Beziehung, Interaktion, der Einfluss von außen durch die Eltern, die Pflegepersonen, geht der Organisation der Psyche, dem Entstehen von Identität voran und strukturiert diese. Stellen Sie sich vor, ein Kind wird geboren. Zum einen gibt es vorher schon alle möglichen Erwartungen an dieses Kind. Es soll der geliebte Bruder sein, es soll das hochbegabte, bewunderte Kind sein, es soll alles Mögliche sein. Und gleichzeitig die Eltern, die mit diesem Kind zu tun haben, sind erwachsen mit einer voll entwickelten Sexualität und die ist nicht abgeschaltet in der Interaktion mit dem Kind. Das heißt, das Kind ist von Anfang an damit konfrontiert. Auch später wird die eigene Identität immer wieder von außen definiert, durch Zuschreibungen aller Art. Homosexuelle sind so und so, Schwarze sind so und so, Juden sind weibisch, Schwarze sind besonders potent und all die Zuschreibungen, die wir kennen, die zudem muss das eigene Identitätskonzept sich daran abarbeiten und man bedarf für die eigene Identität natürlich auch immer wieder der Anerkennung durch ein Gegenüber. Weitgehend Konsens besteht darüber, dass eine stabil flexible Geschlechtsidentität, darunter verstehe ich eine sichere Geschlechtsidentität, aber verbunden mit der Fähigkeit zur Identifikation mit dem anderen Geschlecht, ebenso wie eine stabil flexible sexuelle Orientierung, das heißt zum Beispiel Heterosexualität ohne Homophobie, nichts Naturhaftes, sondern das Ergebnis gewaltiger Integrationsvorgänge ist, die sich für Männer und Frauen unterschiedlich gestalten.
Bei beiden Geschlechtern spielt eine große Rolle, ob sie auch die Empfindungen, zum Beispiel passiv, aktiv, versorgt werden, versorgen und ähnliches, die sie als dem anderen Geschlecht zugehörig erleben, dennoch ohne zu viel Konfusion als zu sich gehörig integrieren. Zum Schluss will ich noch ein paar kleine Bemerkungen zur Situation heute, zu den gegenwärtigen Diskursen machen. Einerseits, so behaupten nicht wenige, soll das Identitäts- oder Wunschgeschlecht bei Transpersonen schon vorgeburtlich eindeutig festgelegt sein. Das ist immer das Argument, es steht schon fest und deshalb muss man auch das einfach dann machen und somatisch behandeln. Andererseits, wie bitte? Wie das geht, das weiß ich auch nicht, aber es wird aber behauptet und es setzt sich auch als Mainstream durch, dass das schon so festgelegt sei. Von Geburt an, am besten schon vorgeburtlich. Vorgeburtlich, ich verstehe den Wunsch danach, weil dann kann man nichts dran ändern. Da immer die Befürchtung ist, gab auch früher unter Homosexuellen, war die biologische Hypothese sehr beliebt, weil man dann nicht die Änderung fürchten muss. Und das wird immer weiter zurück verlegt. Aber auch Heterosexualität ist nicht angeboren, sondern entsteht. Also einige sagen, das ist schon vorgeburtlich festgelegt. Andererseits wird die binäre Ordnung der Geschlechter kritisiert und wir sollen möglichst fluide sein. So berechtigt die Kritik an einer starren Binarität der Geschlechter ist, nicht nur in Bezug auf Intersexuelle. Ich bin sehr für die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und auch, dass jetzt das eingeführt worden ist. So berechtigt diese Kritik ist, halte ich die Idealisierung von allem, was als Attacke auf die binäre Geschlechter- und sexuelle Orientierungsordnung daherkommt, für eine queere Übertreibung. Manches erscheint subversiv, ist es vielleicht sogar, und dient dann doch auch ökonomischen Interessen. So ist zum Beispiel die homosexuelle Emanzipation ein wichtiger Fortschritt, aber sie ist auch im ökonomischen Interesse zum Beispiel der Reproduktionsmedizin. Und man kann sich auch fragen, ob die allgemeine Fluidität dem ständigen Notwendigkeit des Wechsels von Arbeitsplatz und Wohnort nicht viel besser entgegenkommt als eine etwas stabilere, kohärente Identität. Manches, was in Bezug auf gestern als Fortschritt erscheint, könnte sich langfristig als subtile Anpassung an nicht durchschaute Herrschaftsstrukturen von heute und morgen erweisen. Zudem ist die Kritik der herrschenden Verhältnisse immer schon einfacher gewesen als der Entwurf und vor allem die Realisierung von Utopien, von Alternativen. Auch deshalb, weil damit immer die Gefahr neuer Normen und damit die Gefahr von neuen Ausschließungen und Denkverboten gegeben ist. Das war beim Marxismus so und auch beim Feminismus, wenn auch zum Glück bei letzterem ohne Tote. Es ist auch so beim Gender- bzw. Queer-Diskurs, zum Beispiel Vielfalt als Gebot, manchmal auch als Denkverbot, oder die in dem Diskurs über Transsexualität neuerdings wie ein Mantra vorgebrachte Behauptung, sexuelles Begehren und Geschlecht haben nichts miteinander zu tun. Ich verstehe auch da, wie es kommt, weil es früher Gutachter oder Psychiater gab, die, wenn ein Transsexueller im Wunsch oder im neuen Geschlecht nicht heterosexuell war, ihm die Transsexualität nicht abkauften. Trotzdem haben die was miteinander zu tun. Wie? Darüber müssen wir weiter streiten. Fragt sich, wie queer sind die realen Subjekte? Wie queer kann man leben? Wie wird aus einer Kritik eine Identität? Beispiel non-binär. Kritik an der binären Ordnung ist angebracht. Die Menschen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich bin non-binär, kann ich sagen, vielleicht, ich habe jetzt vielleicht 30 oder 40 gesehen, jeder ist so verschieden, was diejenige für sich meint. Und ob man tatsächlich aus einer Kritik daraus schon einen Entwurf für sich selbst, eine lebbare Identität machen kann, bezweifle ich manchmal. Einerseits wird Identität zu Recht als hermetisches Konzept kritisiert. Es bleibt allerdings die Frage, wie viel Kohärenz braucht man vielleicht doch noch, um nicht verrückt zu werden, beziehungsweise halbwegs stabil zu bleiben? Wo und wann wird doch ein gewisser Fugenverschluss in Bezug auf sexuelle Orientierung und Geschlecht notwendig? Wie flexibel ist die Psyche? Wie viel Flexibilität verträgt sie? Andererseits werden, wie gesagt, ständig neue Identitäten kreiert, die gesehen und anerkannt werden wollen. Übrigens, je kleinteiliger diese Identitäten definiert werden, desto eher fühlen sich dann weitere Gruppen ausgeschlossen. Identität ist vielleicht auch so wichtig heute geworden,
weil heute jeder sich bis zur Erschöpfung selbst verwirklichen und selbst optimieren soll. Ich ende auch mit zwei kleinen Geschichten. Seit einigen Jahren gibt es etwas, das nennt sich BIID, hat aber noch nicht Eingang in die internationalen Klassifikationen gefunden. Das nennt sich Body Identity Integrity Disorder. Das sind Menschen, die der festen Überzeugung sind, dass sie nur leben können und ihre Identität die ist, dass sie ein Mensch sind, denen ein Arm oder ein Bein amputiert worden ist. Und sie verlangen das von den Medizinern und machen dann Alltagstest, binden sich das schon mal ab, wie das ist, und sind zum Teil auch sehr verzweifelt. Es gibt auch Leute, die werfen sich unter den Zug, sagen aber, das ist eigentlich einfach ganz normal meine Identität. Zweite Geschichte, etwas weniger dramatisch. Kürzlich, Sie haben es wahrscheinlich in der Zeitung gelesen, hat ein 69-jähriger Holländer beim Standesamt beantragt, er wolle sein Alter mit 49 Jahren eingetragen bekommen, weil er sich so fühle. Das sei seine Identität. Geschlecht und Namen könne man ja ändern. Was spricht dagegen, abgesehen von der fehlenden Rente? Vielen Dank für Ihre Geduld.